Guten Tag, es freut mich sehr, dass wir Ihnen heute eine neue ClassTime-Funktionalität vorstellen können. Und zwar ist das die erweiterte Schüler-Login-Kontrolle. Sie können in Session-Einstellungen neu ein Häkchen setzen bei erweiterter Schüler-Login-Kontrolle. Das heißt, der Lernende kann sich mit seinem Account nur einmal zur Session anmelden. Wenn er rausfällt oder aus einem anderen Browser versucht, in die Session reinzukommen, dann gibt das eine Meldung an die Lehrperson, die das dann entsprechend annehmen oder ablehnen kann. Ich mache ein Beispiel, habe hier eine Session erstellt, logge mich jetzt hier ein mit meinem Google-Account in die Session und kann dann entsprechend beginnen, die Session zu lösen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Code oder diesen Link einer anderen Person schicke und die versucht, mit meinem Account in die Session reinzugehen, dann funktioniert das nicht. Oder wenn ich jetzt hier den Link nochmals nehme, geht es in einen anderen Browser und komme dann hier auf den Login-Screen, kann hier mit Google mich anmelden, also mit dem identischen Account, den ich schon verwendet habe. Und jetzt kommt ein Screen, der sagt, es ist schon jemand in dieser Session drin mit einem Code und ich kann hier den Zugang beantragen, dass ich an der Session teilnehmen kann. Und dann gibt es hier die Meldung an die Lehrperson, Jonas Loy möchte von einem anderen Browser aus beitreten, da kann ich entweder das annehmen oder ablehnen, nehmen Sie jetzt hier mal an, oder? Und dann sehen Sie, dann falle ich hier raus und hier bin ich jetzt entsprechend in dieser Session. Und so funktioniert das, wenn ich jetzt hier Zugang beantragen klicke, dann kommt es nochmal, gibt es eine Meldung, kann ich ablehnen zum Beispiel und der Lerner bekommt dann entsprechend eine Mitteilung. So hat man immer die Kontrolle, wer sich von wo einloggt und es gibt immer nur einen Account, der gleichzeitig eine Session lösen kann. Ich hoffe, das hilft. Ich wünsche einen schönen Tag. Machen Sie es gut.